Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr könnt schon ein bisschen was sehen. Wir haben zwei Bilder heute am Start. Kaffee ist auch mit dabei. Wir haben nämlich Samstagmorgen. Und da ich es die letzten Tage nicht geschafft habe, dieses Video zu drehen, kriegt ihr es quasi frisch vom Tisch auf den Tisch. Hört sich das jetzt blöd an? Egal. Wenn ihr wissen wollt, was, wieso, warum, hä? Dann bleibt einfach mal dran. Wir haben heute zwei Bilder und das hat den Hintergrund, dass ihr einmal ein Bild davon habt aus der Zweierreihe, wo ihr das Bild seht. Und das andere, surprise, surprise, ist ein Mystery-Bild. Aber mit dem Hintergedanken. Wer Karat-Art kennt, weiß, dass da nichts ohne Plan geschieht. Und zwar könnt ihr das eine Motiv sehen. Das ist dieses. Und passend dazu gibt es auch ein Mystery-Bild. Heißt, wenn ihr dieses Motiv schon recht cute findet, dann werdet ihr vermutlich das Motiv auch cool finden. Weil, wenn ihr seht, es ist vom gleichen Künstler bzw. Künstlerin, nämlich von der Ophelia Honey. Und dementsprechend wird das der gleiche Stil in etwa sein. Ich stelle euch jetzt das eine Bild vor und zeige euch dann ein bisschen das andere Bild. Wobei ich ein bisschen tricksen muss, weil ich will euch das ganze Bild nicht zeigen, weil manchmal kann man das Motiv dann schon erkennen. Ich guck mal, wie ich es ein bisschen besser hinkriege. Aber ihr werdet sehen, wir packen aber erstmal das eine Bild aus. Also das Mystery packen wir erstmal auf die Seite. Das gucken wir uns gleich an. Ich fahre jetzt kurz mal die Kamera wieder ein Stück runter, weil dann sehe ich nämlich auch, was ich hier fabriziere und was nicht. Und dann seht ihr meinen ollen Kaffee auch nicht immer auf der Seite. Kriegt dann noch Durst oder so. Und dann würde ich sagen, lasst uns mal starten. Für mich ist die Perspektive tatsächlich ein bisschen besser. Die Folie habe ich schon abgemacht. Das ist ein ganz normaler Karat-Art-Karton. Noch die alten, weil hier immer noch der Hinweis auf das Toolkit drin ist. Das gibt es bei den irgendwann neu kommenden Kartons nicht mehr, weil das Künstlerbilder sind. Da sieht der Karton ein bisschen anders aus. Aber im Endeffekt ist hier auch eine Anleitung mit da drauf für diejenigen, die es noch nie gemacht haben. Und wenn ihr euch bei den Künstlerbildern ein Toolkit dazu bestellen müsst, weil ihr wirklich noch keins habt und ihr seid ganz, ganz neu dabei, dann bestellt euch einfach eins mit dazu. Ja. Und wenn ihr sagt, naja, so Standard-Toolkits, alles gut und schön, dann, besorgt euch die Teile einfach irgendwo. Also, was braucht man denn für ein Toolkit? Man braucht ein Schiffchen, ein Stift. Schiffchen und Stift, ein bisschen Wachs, aber Wachs ist immer dabei. Und ihr werdet jetzt auch sehen, auch Washi-Tape ist immer dabei. Eine Pinzette empfiehlt sich. Und im Endeffekt war es das für ein gutes Toolkit. Eventuell noch eine Pinzette. Die, wenn ihr optional sagt, eine Pinzette wäre vielleicht auch noch ganz gut, die könnt ihr euch auch besorgen. Aber das sind so die drei elementaren Sachen, die man eigentlich braucht. Und die kann man sich ganz gut auch separat besorgen. Und dann kann man halt gucken, was man haben möchte. Zum Beispiel, wenn man so einen Resin-Stift und Ergo-Stift haben muss, möchte. Die gibt es ja in verschiedenen Designs, Formen, Muster, was auch immer. Es gibt mittlerweile auch Holzstifte, die sind dann super, super leicht, aber ein bisschen breiter. Es gibt, ich sag mal so, Spaßstifte. Ne? Es gibt so viele. Oder es gibt individuell gefertigte mit einem anderen Muster. Die sind nicht so geradlinig so. Was ich aber tatsächlich ganz gut und angenehm zum Painten finde. Ich persönlich, aber jeder Mensch tickt anders. Man muss sich da ein bisschen ausprobieren. Aber wie gesagt, für ein normales Toolkit. Ich glaube nicht, dass ihr mit einem Bild startet von Karatart. Also ich denke mal, ihr werdet schon irgendwo eventuell mal Anhänger gemacht haben oder Aufkleber. Und das Toolkit, hoffe ich, habt ihr aufgehoben. Und dann könnt ihr mit den Bildern ja auch direkt starten. Da braucht ihr dann auch kein Toolkit dazu. Und die ganz einfachen Toolkits, die benutzt man sowieso, finde ich persönlich, für mich, aber das ist nur meine persönliche Meinung, tatsächlich nicht so lange. Ich habe aber festgestellt oder gesehen, dass Kinder sehr häufig sehr gut mit diesen dünnen, pinken Stiften zurechtkommen. Klar, die haben auch kleinere Hände, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Ich mit meinen großen Händen, was soll ich mit so einem pinken Stift? Ich habe jedes Mal einen Krampf in den Fingern gekriegt. Aber zum Anfang wusste man es nicht besser und es gab auch nicht so viele Alternativen, als das so hochgekommen ist. Aber mittlerweile gibt es so viele coole Alternativen, gerade in Sachen Stifte.
Da muss keiner mehr mit Schmerzen in der Hand painten. Okay, also das ist das gute Stück. Das ist auch nochmal eingepackt. Das holen wir nochmal raus. Also da passiert auch nichts, wenn das mal irgendwie das Paket nass wird. Im Regelfall braucht ihr da echt keine Sorgen haben. So, das ist das, was ich meinte. Hier haben wir noch einmal Washi-Tape von Karat Art. Und ein kleines Herzdöschen mit Wachs. Hier sind einmal die Steinchen, schönen Druckverschlussbeutel, finde ich sehr gut. Und was ich auch richtig cool finde, ist, dass die nummeriert sind von 1 bis. Das finde ich tatsächlich ganz gut. Muss man jetzt nicht, aber gerade wenn ich jetzt zum Beispiel mit euch eine Paintprobe mache oder so, ist es schon sehr angenehm, wenn man die Steine nicht erst 5 Stunden lang suchen muss. Das zum einen und zum zeigen ist es natürlich auch ein bisschen geiler. Und jetzt gucken wir uns das Motiv an. Und ich wurde ja gefragt, ob ich das vorstellen würde. Und ich habe das Motiv gesehen und habe gesagt, oh, wie süß, möchte ich gerne. Ich habe nicht viele Mystery Builder. Ich habe euch noch nicht viele Mystery Builder gezeigt. Aber wenn ich weiß ungefähr, was für ein Stil das ist und wohin das geht, finde ich Mystery Builder tatsächlich ganz spannend. Aber ganz, ganz oft und gerade auch, wenn ihr irgendwo günstig Bilder bestellt, ihr wisst nicht, was ihr bekommt. Bei manchen gibt es so Kategorien, wo man dann Sachen wählen kann, weiß ich nicht, Landschaft, Tiere oder so. Da finde ich es ja auch noch okay, da kann man zumindest sich einstellen, okay, welche Richtung geht es denn wenigstens, ne? Aber bei ganz, ganz vielen kriegst du dann halt, ich sag jetzt mal im Zweifelsfalle, irgendwelche Cartoon-Anime-Sachen, die du gar nicht haben willst. Oder du sagst, ich möchte gerne irgendwas, mit Tieren wäre ganz cool und du kriegst auf einmal eine Blume. Ist natürlich nicht so cool. Hier weißt du auf jeden Fall, dass das was in diesem Design sein wird und dass auch irgendwas Tiermäßiges vielleicht, weil es heißt ja und Friends, Mystery Friends, das heißt, Freunde würde ich sagen, das ist so was Ähnliches in der Richtung vielleicht und wenn dir das gefällt, dann hey, dann hol dir das Mystery auf jeden Fall und hol dir am besten beide Bilder, warum auch nicht. Habe ich hier noch was drunter? Ja, die Legende. Ich denke mir, warum kriege ich es nicht flach hingelegt? Okay. Das Bild ist groß, 48x48 und ist tatsächlich gar nicht so konfettilastig. Also hier haben wir sehr viel von einer Farbe. Also wer Colorblocking mag, ist hier auf jeden Fall gut bedient. Klar, in den Sachen hier haben wir natürlich ein bisschen Konfetti, aber sonst geht es eigentlich. Oh, das ist echt süß. Ist das wirklich cute, oder? Was sagt ihr dazu? Im Regen mit einem Regenschirm. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, aber ich kenne das andere Bild nicht. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich rate jetzt mal ins Blaue. Wenn das unfriend ist, also entweder ist es vielleicht auch was im Regen, aber irgendwas anderes, oder es ist vielleicht was in der Sonne. Würde ja auch gut dazu passen, ne? Regen und Sonne vielleicht? Ich weiß es nicht. Wir gucken nachher auf jeden Fall mal in die Steine. Vielleicht kann man anhand der Steine schon irgendwas sehen, wo wir gehen. Ich finde das ganz ganz spannend zu raten, obwohl man, also ich will die Leinwand, die zeige ich euch auch nicht, aber ich finde das total spannend. Okay, also hier haben wir auf jeden Fall erstmal 49 Farben und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh Gott, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 AB-Farben. 9 Stück an der Zahl, das ist schon eine Menge. Und ich bin mal gespannt, wo die hinkommen. Also, wir haben einen Strich, das ist in diesen langgezogenen Wassertropfen. Da haben wir AB-Steine drin. Dann haben wir so ein Add-Zeichen. Die 3, 8, 4, 6 unten hier im Wasser. Hier so zwischen den Blümchen haben wir ein bisschen was. Dann das F. Das ist so ein rosa-pink-Ton. Okay, der sitzt hier oben am Regenschirm. Auch sehr cool. Dann haben wir die 907, das ist ein Sternchen, das ist ein Grünton. Die sitzen hier in den Blättern, hier in diesen helleren Blättern. Dann haben wir ein E, das ist auch ein Grünton, das sitzt hier in den dunkleren Blättern, hier so. Also hier in diesen dunkleren Blättern. Dann haben wir die 775, das ist ein ganz heller Blauton, das ist so ein Kästchen, das ist hier um den Regenschirm ein bisschen drumherum. Oh,
Oh, und hier unten so ein bisschen, also am Blau, ne? So ein bisschen am Wasser. Hier so und auch hier so ein bisschen drin. Okay, dann die 743, das ist so ein Gelb-Orange-Ton. Das ist mit so einem Pfeil, das ist hier oben an dem Vögelchen. Dann haben wir die 704, ist ein Grünton. Und den Grünton, wo haben wir ihn denn? Das ist so ein Doppel-Raute-Symbol. Okay, den haben wir hier in den Blättern drin. Also hier in den Blättern haben wir den drin. Und wahrscheinlich dann auch hier, genau. Hier haben wir den auch drin. Also hier und hier so vereinzelt und hier so vereinzelt drin. Dann haben wir die 605, das ist ein Rosaton. Und der Rosaton. Wo ist er? Hier bei den Blümchen. Der Rosaton sitzt hier bei den Blümchen. Also, ich habe hier keine Spicklegende oder so. Ich weiß die Farben. Das sind so gängige Farben, die weiß man halt einfach. Und ich muss ja vier Steinchen abpacken. Also deswegen wundert euch nicht. Manchmal, wenn ich mit der Heidi telefoniere und sie sagt, boah, was ist das denn für eine Farbe? Und also ganz oft, wirklich ganz, ganz oft, weiß ich tatsächlich, in welche Richtung die Farbe geht. Ob eher grau, grün, blau, lila, was auch immer. Das ist total faszinierend, weil man packt halt oft Farben ab und dadurch, dass ich die auch auffülle und mache und tue und ja auch selber mit den Bildern gucke, was tausche ich Anna-B-Stein aus, welche Farben sind das. Man kriegt da langsam, ich finde, mit der Zeit auch ein Händchen für, welche Farben was sind. Das ist total spannend. Und ich mache mir dann auch immer oftmals einen Spaß mit der Heidi draus, dass ich sie dann frage, wenn ich irgendwas mache und ich telefoniere zufälligerweise mit ihr, dass ich sie dann schon mal frage, und was ist das für eine Farbe? Und sie so, Oft weiß ich es aber auch. Und das ist dann immer so lustig. Ich so, ja. Und dann freut sie sich immer ganz toll. Okay, also das ist das Bild. Ich finde es super, super cute. Also wirklich sehr, sehr gut. Und auch die AB-Steine finde ich sehr, sehr gut gesetzt. Kann man auf jeden Fall durchaus gut machen, funktioniert richtig gut. Und es sind halt Highlights, ne? Also da, wo der Regen drauf kommt und so, dass der halt so ein bisschen diesen Schimmerglitzer hat. Sehr, sehr geil. Okay, ja, wir kriegen auf jeden Fall auch immer eine Legende dabei. Und zwar steht dann immer noch mal Friends in the Rain bei Ophelia Honey. Und die Größe ist drin. Wir haben eckige Steine. Und da haben wir die Sticker-Legende. Das heißt, die könnt ihr direkt abmachen. Und was ihr auch machen könnt, diese Sticker könnt ihr euch aufheben. Die Leersticker, die könnt ihr noch benutzen, beschreiben, was auch immer. Die lassen sich nämlich sehr, sehr gut beschreiben. Mag man nicht denken, weil das so hochglänzendes Papier ist. Aber die sind beschreibbar. Und das finde ich sehr gut. Man braucht die Sticker nicht wegtun. Braucht oft genug irgendwo mal Sticker. Also ich zumindest brauche häufiger mal irgendwo Sticker und bin dann nochmal ganz froh, wenn ich dann noch irgendwo welche habe. Die fliegen bei mir überall rum. Genau. Sehr cool und sehr spannend. Also wir haben Zahlen, Buchstaben und natürlich auch Symbole. Und ich zeige euch mal den Druck. Bevor wir das aber machen, messe ich euch das Bild einmal aus, okay? Also seht ihr das auf der Seite? Dann rutsche ich mit dem Bild jetzt angelegt einmal zur Seite und wir haben hier eine Breite von 46,8, ein bisschen kleiner Zentimeter. Und da habe ich jetzt meine ganze, ach, egal, 46,8, merkt euch das. Und auch hier haben wir 46,5. Ich habe nämlich meine ganze Kiste mit den Sachen zum Painten runtergeworfen. Ich habe hier nämlich so eine kleine Sache auf daneben stehen, also Pinzette, Stift, Wachs, hier so eine Halterung von der 35 Slotbox, noch leere Dinger. Ich habe die tatsächlich und da mache ich dann schon mal meine Steinchen rein. Alles, wo rumfliegt. Hier seht ihr auch noch eine Box mit kleinen Steinchen. Also ich benutze alles, was hier irgendwie rumfliegt und pack das da mal da rein. Aber alles gut. So, also ausgemessen ist es. Es ist ein bisschen kleiner, ist aber tatsächlich nicht schlimm. Manchmal muss man das haben, damit die Proportionen richtig passen, weil es bringt euch nichts, wenn ihr ein Pixel länger oder zwei Pixel mehr habt, aber dafür das Bild dann so sich zieht in die Breite oder in die Höhe. Also wir wollen das ja schon maßstabsgetreu haben und deswegen kann es immer mal sein, dass da ein bisschen was fehlt, damit dann halt die Proportionen stimmen. Ne? Gut, also finde ich aber sehr cool. So, und dann zeige ich euch nochmal die Steinchen. Und ihr seht, es ist sehr grünlastig.
sehr viel Grün, ein bisschen Pink und ein bisschen Blau. Ich finde aber trotzdem passt das alles sehr, sehr, sehr gut stimmig zueinander. Finde ich sehr, sehr geil. So, ich zeige euch mal die AB-Steine, okay? So, da haben wir die AB-Steine. Also, die sind von hinten einmal das Weiß, einmal das Türkis, dann das Rosa, einmal ein Grünton, noch ein Grünton. Und hier passt der Grünton auch richtig cool, weil der halt sehr, sehr viel von der Körperfarbe noch hat. Genau wie der Farbton, genau wie der Farbton. Und der Farbton. Manche lassen sich halt besser austauschen als andere. Das hängt immer von der Beschichtung ab, wie die zum Körperton passt. Aber je nachdem, was ihr für ein Bild habt, könnt ihr natürlich auch mehr austauschen. Auch wenn die Körperfarbe mal vom Bezug abweicht. Ne? Also beziehungsweise der Bezug von der Körperfarbe. Funktioniert trotzdem ganz gut. Bei den Künstlerbildern haben wir im Übrigen überall Harzsteine. Also sind keine Acrylsteine, es sind echte Harzsteine. Das ist jetzt das Weiß. Die Tütchen sind auch schön fest. Das funktioniert auf jeden Fall cool. Also richtig, richtig cool. Ich zeige euch nochmal hier. Mal so ein schönes Blau. Das ist ein schönes Türkisblau. Bei euch kommt es ein bisschen mehr Blau an, aber es ist ein richtig schöner Türkiston. Richtig cool. Wir haben kein Schwarz drin. Kein Schwarz. Keine 939. Doch, Schwarz haben wir wohl drin. Klar, für die Augen. Haben wir sehr wohl drin. Ha! Wo ist es denn? Hallo? Hier oben. Also das Tütchen ist... Guckt mal, wirklich so viel Schwarz haben wir dann doch dabei. Also sehr, sehr wenig. Also auch, wo wir wenig Farben brauchen, finde ich aber auch gut, dass man das nicht einfach irgendwie aushält. Schwarz braucht man halt normal. Und dann gibt es halt nicht viele Farben oder viele Steinchen. Aber die paar reichen ja auch definitiv aus. Da habt ihr auf jeden Fall noch was dabei. Solltet ihr irgendwelche Probleme haben oder sonst irgendwas, dann schreibt ruhig Karateart an. Die haben einen sehr, sehr guten Kundensupport. Und ja, sehr cool. Die Steine sind cool. Jetzt zeige ich euch aber nochmal den Druck. Der ist nämlich auch sehr, sehr gut. Ich kann alles lesen. Ich habe keine Probleme mit hellem Buchstaben auf hellem Untergrund oder so. Das habe ich diesmal gar nicht. Da habe ich ja hin und wieder schon mal Probleme gehabt, dass da irgendwas nicht passte. Aber das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. So. Na. Wir haben ein bisschen eine Flauscheleinwand und die ist auch abgesteppt. Ist von der Haptik her ein bisschen schöner. Das Abgesteppte bringt euch hinterher nicht viel, wenn ihr den Rand abschneidet. Aber für zum Painten ist es okay. Ich glaube, das ist bei den Leinwänden tatsächlich Standard, damit da halt der Rand sich nicht irgendwie ribbelt. Ja, aber der Druck ist wirklich sehr, sehr gut. Kann man wirklich gut lesen und gar keine Probleme. Ja, also das Bild, ich finde es sehr, sehr cool. Sehr cute. Ist auch tatsächlich cool was für so Kinderzimmer, ne? Wenn man so Kinder hat. Sehr, sehr cool. Kommt einen kleinen Schmutzfleck auf der Leinwand, aber es ist nicht so schlimm. Ist ja nur hinten. Passiert, ist nicht schlimm. So, wartet mal, das muss ich hier noch reinmachen. Das rollen wir jetzt erstmal auf und dann schauen wir mal, wie ich euch das mit den Mystery mache, gleich zeige. So. Dann krabbeln wir uns das Mystery raus. Erstmal so. Könnt ihr was sehen? Ich hole es auch schon mal aus der Verpackung raus. Das ist fies, ne, wenn ihr das nicht sehen könnt. Aber ich weiß halt nicht, wie viel man da erkennen kann. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ich habe ja versprochen, euch nicht zu spoilern. So, da ist das Mystery Girl. Da. Das ist nur 45x45, 45 Farben. Wir haben, zählt mal mit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Farben. Also wir haben ein Lila dabei, ein Pink, ein Orange, ein Grün. Das müsste auch so ein Rotton sein. 3766 ist ein ganz heller Blauton. 3841 ist ein Blauton, das ist ein Blauton, das ist Weiß. Und ihr seht, wir haben hier total schwarz-weißen Druck, den kann man sehr, sehr gut lesen.
Druck ist 1A. Ich hole mal die Steine raus. Ups. Nehmen wir auf jeden Fall nochmal Washi-Tape. Und Dings. Und das sind die Steine. Wir haben Lila. Okay. Grün, Blau. Wir haben sehr viel Grün-Blau. So. Dann zeige ich euch nochmal oben die Ecke. Das heißt, da ist auch nichts zu sehen. Also, ja. Schwierig. Also, der Druck ist super. Symbolized ist auch super. Aber tatsächlich, ich habe mir das Bild jetzt mal angeguckt. Ich kann da noch nichts erkennen. Das ist richtig fies. Aber ich mache jetzt mal ganz kurz was, damit ich euch die Leinwand mal zeigen kann im Ganzen. So, ich habe fertig. Ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung. Aber es geht tatsächlich. Ich habe leider kein anderes in A4 gehabt, gerade was ich noch benutzen konnte. Weil das ist tatsächlich mein B-Ware Release Paper gewesen. Das habe ich jetzt aufs ganze Bild verteilt. Das heißt, ihr könnt jetzt nichts mehr sehen und ich kann euch das ganze Bild zeigen. Also auch hier meine Leinwand, die abgesteppt ist. Und tatsächlich habe ich hier 1, 2, 3, 4 von meinen A4-Sheets gebraucht. Weil das ist hier unten 1. Das ist auf dem Kopf, wenn ihr sehen könnt. Da ist ein komplettes A4, da ist ein A4. Und hier habe ich mir kurz mit der Schneidemaschine was abgeschnitten, damit ich das auch drauf kleben konnte. Weil hier haben wir nämlich so einen schönen schmalen Streifen. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, ich painte mit euch ein Stück von dem Mystery Bild. Wir werden nicht viel sehen, aber zumindest schauen wir uns das Ganze mal so ein bisschen an. Ich habe da nämlich richtig Lust zu. Und ich fange mit euch so ein schmales Stückchen hier unten an. Weil das passt ganz gut. Also das Release Paper lässt sich auch einrollen, ne? Also ihr könnt es dann auch hinterher wieder wegpacken. Ihr könnt es auch idealerweise so rumrollen. Ne? Also klar, ihr habt jetzt hier natürlich die Kanten vom Release Paper. Wenn ihr das nicht wollt, dann überlappt das einfach ein bisschen. So, und dann könnt ihr das auch ganz normal einrollen, wieder in eure Box packen. Das funktioniert. Okay? So, aber wir brauchen hier jetzt einmal die Leinwand. So, da schnappen wir uns mal die Steinchen. Ich brauche noch einen Schluck Kaffee. Prost! So, ich habe jetzt wieder jede Menge Washi-Tape und jede Menge Wachs. So. Und dann gucken wir mal, was wir hier so kleben können, okay? Ich brauche auf jeden Fall die Legende, weil ich habe mir hier so ein bisschen die Sachen zugeklebt, ne? Also klar mit Release Paper. Ich habe die Folie abgemacht, die ist hier. Entschuldigung, es war jetzt ein bisschen laut, ne? Aber die ist halt auch laut. Und dann machen wir das kleine Stückchen mal ab. Da könnt ihr nicht viel sehen. Nee, ist nur schwarz-weiß. Ich bin mal gespannt. So, machen wir mal das Tütchen auf. Wo ist es? Und dann kriegt ihr heute ein bisschen mehr zu sehen. Es wird noch ein bisschen was kommen am Wochenende. Ich muss mal gucken, wie ich es schaffe. Ich muss nämlich tatsächlich noch ein bisschen was tun. Und ja, es ist halt alles ein bisschen viel, gerade viel, ne? So, okay, gucken wir mal. Also, wir haben hier eine Legende. Ich brauche das kleine T und das große T. Wir fangen aber mal mit einem an. Ich schnappe mir mal meinen Stift und ein Schiffchen. Ich finde, da sammelt sich immer so viel Dreck drin. Okay, machen wir erstmal das große T. Das große T ist, was ist es denn? Die 34. Ich muss das umdrehen. 33. Die 34. Die 34 ist das große T. Okay. Grün. Okay, wir kleben jetzt so als erstes direkt mal einen Grünton. So, wartet mal, ich ziehe euch mal kurz rein und raus. Könnt ihr jetzt ein bisschen mehr sehen? Ja, ne? Und dann gucken wir mal. Paintproben will ich ja mit euch eigentlich eh sowieso immer machen, wenn sie es irgendwie ergibt. Und warum denn nicht mit dem Mystery, oder? So, und dann können wir gleich mal gucken, was wir hier so haben. Wer von euch hat sich eventuell das Mystery und auch das andere Bildchen schon geklaut? Ach so, ihr seht hier gerade den Code. Den könnt ihr natürlich benutzen, aber ihr könnt auch meinen Code benutzen. Der heißt JanineX, da kriegt ihr auch 10%. Und ihr würdet sogar noch den Kanal hier so ein bisschen supporten, beziehungsweise auch mich supporten. Und
Ihr zahlt aber nicht mehr oder ihr zahlt nicht weniger oder nicht mehr, als wenn ihr den Code benutzt. Na, nur, dass ich halt vielleicht auch noch ein bisschen was davon habe. Ihr wisst, was ich meine. Und es würde mich sehr freuen. Sparen geht immer, egal mit welchem Code. Und ich würde mich halt freuen, wenn ihr meinen benutzt. Und da könnt ihr auch 10% auf jeden Fall sparen. Und ich finde das immer schon ganz cool, dass man auf jeden Fall auch sparen kann. So, dann kleben wir mal eine Runde. Wie geht's euch so? Was habt ihr Schönes am Wochenende vor? Ich kriege tatsächlich morgen einen kurzen Besuch von einer Arbeitskollegin mit ihrem Mann. Die kommen morgen vorbei. Die wollen ein bisschen durch die Gegend eiern und haben gesagt, pass mal auf, wir kommen einfach mal vorbei. Dann haben wir ein Ziel vor Augen und dann kommen wir einfach mal zu dir gedüst. Ist das okay für dich? Und ich so, wenn euch Chaos nicht stört. Und sie so, ach komm, wir kommen doch wegen dir, wir kommen nicht wegen dem Chaos und es ist egal, ne? Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen Stress. Kennt ihr das, wenn sich Besuch ankündigt und ihr noch denkt so, oh Mann. Und ich bin tatsächlich ich bin tatsächlich nicht ganz ordentlich, ne? Und dadurch, dass ich halt auch immer so viel zu tun hatte die letzte Zeit und sich die Prioritäten in Sachen, sagen wir mal, in Sachen Hausarbeit auch ein bisschen umorientiert haben, zu euren Gunsten, zugunsten des Shops. Und klar, ich muss halt auch arbeiten. Und dann lässt man dann halt das eine oder andere schon mal liegen und denkt sich, ach komm, machen wir irgendwann anders. Gerade auch, wenn es ums Aufräumen angeht oder irgendwas wegräumen oder so. Ne? Dann stapelt sich das immer und irgendwann packt es einen dann doch und dann muss man es halt doch machen. Und naja, sagen wir es mal so, ich habe es in letzter Zeit etwas schleifen lassen, aber ich wusste nicht wann. Ich schaffe das tatsächlich nicht, 24/7 nur irgendwie zu machen. Ich brauche halt auch Ruhepausen zwischendurch. Ich brauche halt auch Pausen und die nehme ich mir auch, weil ich sonst weiß, wenn ich sie nicht mache, dann läuft gar nichts mehr. Und das wollen wir ja auch nicht. Deswegen machen wir halt Pausen. Und auch mal einen Abend oder was auch immer. Und dann fummelt man trotzdem aber immer nebenher. Es ist halt so, ne? Dann macht man beim Fernsehgucken noch das eine oder das andere oder hier noch ein bisschen was oder guckt da mal noch ein bisschen was. Aber es ist auch völlig okay, ne? Das stresst mich dann tatsächlich aber auch nicht. Aber dann die ganze Zeit hin und her zu wuseln, Ich finde es super, wenn ihr das könnt. Ich kann es tatsächlich nicht. Aber ich bin auch, muss auch ganz ehrlich sagen, das Leben ist nicht da, dass ich hier lauter Purzelbäume schlage. Klar, man muss sein Leben irgendwie auf die Reihe kriegen, das funktioniert auch, aber ich muss mich nicht links selber oder rechts selber überholen, so nach dem Motto, ich muss auch das. Das rächt sich. Irgendwann rächt es sich einfach und den Punkt, den zögern wir doch einfach noch ein bisschen hinaus, oder? Deswegen entspannt euch, nehmt euch nicht zu viel vor, sondern immer so ein bisschen was. Lasst auch mal einfach ein Wochenende frei. Also ich weiß noch, als man jünger war, also mir bin ich jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ne? Aber ich weiß, als ich noch jünger war, hat mir das auch nichts ausgemacht. Und ich habe gemerkt, je älter ich wurde, ich kann nicht mehr jedes Wochenende irgendwo dies oder irgendwo das. Ich brauche auch einfach mal so ein Wochenende oder mal so einen Tag, wo ich sage, ey, leckt mich an die Füße, heute nix da. Würde mal nix außer rumgammeln oder das, was ich gerade möchte. Nicht, was irgendwie mein Hinterkopf, mein schlechtes Gewissen möchte, zum Beispiel aufräumen. Dies machen, das machen, das machen, das machen, sondern einfach, ey, nee, ich mache heute nix. Einfach so einen gammeligen Tag, so einen richtig fetten Gammeltag. Leute, nichts ist geiler als so ein richtig geiler, fetter Gammeltag. Und ja, muss man sich halt auch mal gönnen. Das muss auch sein. Ist auch okay so. Und von daher, alles prima. Ja, aber was steht bei euch so an? Also, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was bei euch mal so am Wochenende ansteht. Sagt ihr auch, nee, ich muss jedes Wochenende Party machen oder hier was und da was. Ich habe ja nur das Wochenende zum Plan. Und bei mir muss jedes Wochenende irgendwas auf dem Plan stehen. Oder sagt ihr, naja, nee, so drei von vier Wochenenden im Monat ist okay. Aber ein Wochenende, das ist mein Wochenende, so quasi die Me-Time. Und da mache ich mit meinem Mann vielleicht noch was, aber das war's dann auch. Oder mit meinem Freund oder Freundin, was auch immer. Also mit dem Menschen an deiner Seite. Oder auch mit den Kindern. Und alles andere ist mir dann auch tatsächlich wurscht. Und dann
Ist das auch fein für mich oder müsst ihr halt wirklich jedes Wochenende so? Weil ich weiß, bei manchen ist es halt so, dass halt gerade auch die Freunde, da hat man halt oft nur am Wochenende Zeit. Ist halt einfach so. Und ja, ich weiß, dass man die Zeit halt auch genießen oder dass man die auch planen muss mittlerweile, glaube ich auch schon. Aber ich könnte das nicht, weil jedes Wochenende irgendwie nur so auf Achse sein, das schlaucht halt schon. Ich meine, am Wochenende soll ja zum Erholen da sein, ne? Aber ja, ich bin mal gespannt, wie ihr da so tickt. Ich finde das Alter ja auch bei uns recht lustig. Wir sind ja auch bunt gemischt durch jegliche Altersklassen durch, was ich richtig cool finde. Also wir haben nicht nur junge Hüpfer, nein, wir haben auch ein paar ältere, was auch super ist. Und es ist halt, teilweise sind es so andere Sichtweisen aufs Leben. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt total interessant, wenn man nicht nur so eine Zielgruppe anspricht, sondern so eine breit gefächerte Zielgruppe, weil jeder kann so ein bisschen was dazu beitragen und jeder kann hat ein bisschen was anderes an Erfahrung gemacht und ich finde das total spannend, wirklich total spannend, aber so richtig austauschen können wir uns ja leider teilweise nicht. Vielleicht gibt es da auch nochmal irgendwann eine Möglichkeit. Mal gucken. Also, wir haben das T irgendwo, die 702, das ist die 11. Ich muss mal kurz hier ein bisschen... Irgendwie komme ich hier noch nicht so ran, ne? Ich muss mein Handy mal hier kurz drauf stopfen. Sonst kann ich hier nicht gucken. Also, die 11 brauchen wir jetzt. Aber tatsächlich ist das total spannend, wenn man so die Lebensgeschichten von den Leuten hört. Ich finde das total, total interessant zu erfahren, was so die ein oder anderen für Erfahrungen gemacht haben. Ich finde, Erfahrungen im Leben machen halt das Leben auch aus, ne? Klar, wenn du nur schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann ist es natürlich manchmal, wo man sich so denkt, ja, das wäre schön gewesen, wäre es anders gewesen, aber es hat alles irgendwo seinen Grund. Und wer weiß, wozu es gut ist, dass es einen doch mal geprägt hat, dass man vielleicht auch Sachen doch besser erkennt oder auch Sachen entspannter sieht. Das Leben ist ein Schweinehund, sagen wir es auch mal so. Ist es doch so, oder? Du kannst ja nichts im Leben planen. Es kommt erstens immer anders und zweitens, als man denkt. Es ist tatsächlich so. Hätte mir vor 5 Jahren einer gesagt, so und so ist es, da hätte ich gesagt, ja, klar, genau. Nee, glaube ich nicht. Aber wie gesagt, das Leben kommt einem immer dazwischen. So ist es halt. Und da muss man halt irgendwo einfach mit leben können. Und es ist halt ein Unterschied, was man für Erfahrungen auch im Leben gemacht hat. Ne? Es kann natürlich immer was Positives auch bei rumkommen. Oder man sagt, ja, die Erfahrung, die ich gemacht habe, hat mich bewahrt, davor nochmal so einen Fehler zu machen. Und ich habe das rechtzeitig gemerkt und konnte rechtzeitig handeln, aber auch nur, weil ich vorher schon mal die Erfahrung gemacht habe. Und es ist halt, ich finde, wenn mich einer, manchmal gibt es ja die Situation, wo man gefragt wird, ja, was möchtest du? Würdest du deinen Geist behalten? Wenn du noch mal jung wärst, würdest du den Körper eines jungen Menschen mit dem Geist von einem alten Menschen oder möchtest du ein... Nee, warte mal, wie geht das denn? Die Frage ist irgendwie, wenn man so zurückversetzt wird, würdest du zum Beispiel nochmal in die Vergangenheit oder würdest du nochmal jung sein wollen? Ich glaube, das war die Frage. Und dann sage ich immer, ja, würde ich gerne, aber mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Ja, auch mit meinen Erfahrungen und Wissen und alles. Ja, da würde ich gerne nochmal jung werden. Das wäre okay. Aber das Wissen zu verlieren und nochmal jung zu werden und dann noch mein Leben nochmal durchleben zu müssen? Nee. Nicht, dass ich ein schlechtes Leben gehabt hätte, um Gottes Willen, das meine ich gar nicht damit. Aber ich finde, man hat es ja nicht ohne Grund so weit gebracht und die Entscheidung, die man getroffen hat, hat man getroffen. Okay, manche Entscheidungen sagt man sich heute, ja, hätte ich vielleicht auch anders machen können, wäre vielleicht auch noch besser gewesen, aber... Was weiß man vorher nicht? Und ich sag mal, muss man das zurückdrehen? Manche Erfahrungen sagt man so, ja, die sind jetzt nicht so geil gewesen, aber ist jetzt nichts, was man jetzt irgendwie rückgängig machen wollen würde. Und die Erfahrungen, die man gemacht hat, die prägen einen
Klar, auch. Aber sie hatten auch alle irgendwo ihren Nutzen, würde ich jetzt mal behaupten. Manche Erfahrungen muss man nicht wieder machen. Deswegen ja halt auch, ja klar, ich würde gerne nochmal zurück, aber mit den Erfahrungen, die ich habe. Weil wenn du deine Lebenserfahrung mitnimmst als 20-Jähriger oder 25 oder Anfang 30 oder Ende 20, sagen wir mal so, und du hättest deine Lebensweisheiten von heute, dann würdest du andere Sachen anders machen, als dass du sie damals so gemacht hättest. Also ich glaube, dann würde sich das Leben tatsächlich auch anders entwickeln. Also gerade wenn ich jetzt an Anfang 20 denke, boah, wie unbedarft ist man mit Anfang 20? Du hast ja keine Lebenserfahrung im Normalfall. Ja, also als Otto-Normalbürger, sage ich jetzt mal, nicht irgendwo privilegiert aufgewachsen oder irgendwie so, ne? Du hast ja noch nicht viel Lebenserfahrung in deinem jungen Alter. Und ich glaube das tatsächlich, dass es manchmal schon helfen würde, wenn man so ein bisschen von der Lebensweisheit hätte, die man später hat. Wisst ihr, wie ich meine? Also tatsächlich, ja. Ich würde gerne mal jung sein, aber mit dem Wissen von heute. Sonst nicht. Sonst, nee, sonst noch mal alles durchmachen, noch mal die Erfahrung machen. Nee, das muss jetzt nicht sein. Ich meine, gut, man weiß es ja nicht, dass man die Erfahrung schon mal gemacht hat, ne? Aber ja, weiß ich nicht. Nee. Nee, weiß ich nicht. So, die 22. Also hier sind wir ziemlich viel grün. Also das Bild ist auf jeden Fall grün. Aber gut, hat man ja die Farben schon gesehen. Ist jetzt keine spannende Neuigkeit. Also hier unten an der Ecke haben wir ein bisschen grün. Also man sieht natürlich nichts. Na, also ihr könnt noch nichts erkennen, aber wir wollen ja schon mal ein bisschen anpainten. So, und wenn das Bild dann irgendwann später in die zweite, dritte, vierte Runde geht oder zu Zwischenstände, dann sage ich natürlich auch immer, wer das nicht sehen will, wer nicht gespoilert werden will, muss wegschalten. Aber ich finde, hier kann man noch nichts spoilern. Leute, ihr könnt hier noch nichts spoilern. Ich kann euch nur spoilern, dass die Farben schön sind. Das kann ich auch schon spoilern. Sehr cool. So. Ich bin ja mal gespannt, wenn ihr das fertig gepaintet habt, was ihr dazu sagt. Also wie gesagt, ich kenne das Motiv auch gar nicht. Also auch ich weiß nicht, welches Motiv sich dahinter verbirgt und ich konnte es auch nicht erkennen. Ich habe geguckt, gerade auf der Leinwand, ob ich irgendwas sehen konnte, als ich hier die Sachen ausgetauscht habe, ne? Also die Dinger hier ausgetauscht habe. Ich konnte nichts erkennen. Und wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, wenn ihr das Bild habt, dann bitte, ne? Vielleicht habt ihr jemanden, der für euch die Sachen abkleben kann mit Release Paper. Falls ihr dieses Release Paper sucht, gibt es bei mir im Shop. Da könntet ihr gerne schauen. Es gibt zwei verschiedene Motive. Einmal das mit meinem Logo drauf und einmal gibt es das mit Katzen. Mit Miau. In A4 auch vom Preis her super, super günstig. Kann man super, super gut benutzen. Kann man auch gebrauchen, verbrauchen, was auch immer. Könnt ihr dann auch wiederverwenden. Ne? Also wenn ihr das jetzt großflächig drauf macht und auch großflächig abmacht, ihr könnt das quasi immer wieder benutzen. Ne? Also wenn ihr das drauf macht, einfach wieder abziehen, zur Seite legen und dann könnt ihr es einfach wieder benutzen. Wiederverwendbar. Klar, wenn ihr so kleine Schnipsel habt, dann ist natürlich die Frage. Aber auch die würde ich mir aufheben für so einen Rand zum Beispiel, so wie wir es jetzt hier haben, dass ihr dann einfach noch so ein paar Randstücke habt, die ihr dann einfach benutzen könnt. Und dann, ja, läuft die ganze Chose. Und ihr könnt es halt immer wieder verwenden, ne? Also ihr müsst das nicht wegtun. Aber es lässt sich natürlich besser vorbereiten, wenn ihr größere Release Paper Sheets habt, als wenn ihr diese kleine, ganz, ganz klein habt. Wenn ihr sie zum Beispiel, wenn ihr euch das zurechtschneidet und sagt, ach, die Quadrate hebe ich mir auf, mache ich mir demnächst fertig. Ja, könnt ihr machen. Inwiefern das aber praktikabel ist, müsst ihr ausprobieren. Das kann ich euch nicht sagen. Weil wenn die zu klein sind, dann ist halt, na, ihr müsst es halt so gerade abschneiden, dass ihr die dann halt ohne Lücken wieder draufkriegt. Und das ist halt immer die ein bisschen schwieriger. Die sind tatsächlich relativ gut aufeinander zu kleben. Da habe ich gar keinen Stress mit gehabt. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier gerade bleiben.
Ich muss euch mal kurz so ein bisschen umdrehen. Sonst kriege ich die Steine hier nicht gerade drauf. So, ich glaube, nee, ich bin nicht ganz gerade, aber egal. Ja, das ist halt so ein bisschen schief. Schiefsetzen ist halt tatsächlich nicht so ganz geil. So schief painten. Geht aber tatsächlich. So, jetzt brauchen wir noch ein Sternchen. Ups. Ich brauche ein Sternchen. Oh, wir haben hier, haben wir zwei verschiedene Sternchen? Ich gucke mal kurz. Oder haben wir nur ein Sternchen? Nein, es sieht aus, als wenn wir nur eine Sternchensorte haben. Manchmal müsst ihr aufpassen, wenn ihr zum Beispiel solche Sachen hier habt, ne? Manchmal gibt es so ein Sternchen und dann gibt es noch ein richtiges Sternchen. Oder auch mit einem kleinen A. Ne? Ihr habt jetzt zum Beispiel hier das kleine A. Seht ihr das? Und ihr habt jetzt nochmal ein geschriebenes A, oder? Nee. Manchmal hat man noch so ein anderes geschriebenes A. Ne? Also da müsst ihr mal gucken, ob sich da irgendwas wiederholt, was euch dann ein bisschen auf die Füße fallen könnte, wo ihr dann aufpassen müsst und nicht, dass ihr denkt, ach, ein kleines A ist ein kleines A. Ja, müsst ihr genau aufs A gucken. Aber hier in dem Fall ist alles super. 20. Schon wieder grün. Also hier ist es sehr grün hier unten. Grün. Einmal ein Steinchen, ein hohles Steinchen aussortieren. Wenn ihr solche Steine habt, ne, die sortiert am besten einfach aus. Die haben nicht genug Klebefläche, weil die nur den Rand zum Kleben haben. Bitte sortiert die einfach aus, denn habt ihr ein besseres Ergebnis hinterher auf eurem Bild. Es sind genug Steine da, macht euch da keine Sorgen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie ich euch jetzt hier mitnehme, weil ich hier mit einem Mehrfachaufsetzer setzen möchte. Irgendwie passt der Stift gar nicht dazu, ne? Blauer Stift. Und wir painten so viel Grün. Aber alles gut. So. Ich kann halt nicht gucken, ob ich gerade sitze, ob ich gerade liege, ne? Das ist echt ein bisschen fies, so von oben herab, so von der Seite zu gucken. Das ist halt, versucht mal wirklich so schräg zu schauen und zu painten. Dann habt ihr ungefähr den Winkel, wie wir ja manchmal painten müssen mit den Paintproben. Das ist, ich sag's euch, knifflig ohne Ende, weil ich jedes Mal gucken muss, sitze ich gerade? Bin ich schief? Jedes Mal bin ich ja am struggeln mit den Steinchen und denke mir so, hoffentlich bin ich gerade. Ja, weil das Ding ist halt, man sieht es halt sonst, aber wenn man zu schief ist, ne, dann hat man natürlich auch mal die angrenzenden Steine dann irgendwie so ein bisschen schief. Manchmal zieht sich das natürlich auch gerade. Das funktioniert schon, aber man sollte halt nicht zu schief werden, ne? Und das ist auch gar nicht so einfach. So, das haben wir fertig. Guck mal, hier seht ihr, es sieht also. Ihr seht ja, was ich gemacht habe. Also ich habe immer von oben nach unten, ich painte immer eine Farbe nach oben. Und so mache ich das eigentlich in der Regel auch immer mit dem Bild. Ne? Ich würde jetzt das K painten, solange bis ich hier was habe. Dann nehme ich die nächste Farbe und rutsche immer weiter nach Norden. So painte ich zum Beispiel meine Bilder. Aber das ist nur ich persönlich. Ihr müsst das natürlich nicht so machen. Alles gut. Aber wir hatten eine Freundin K gepaintet. Ne? Und hier sind noch so viele Ks. Warum habt ihr denn nicht gesagt, dass da noch welche sind? Komm, Steinchen, rein mit dir. So, also, es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Ich zeige euch jetzt mal, wie weiß ich bin. Das mach, ich mache gleich mein Zettelchen wieder drauf. Wir haben ziemlich viel grün gepaintet. Also wir sind hier sehr grünlastig unterwegs, zumindest an der Ecke unten. Sehr cool. Aber ich zeige euch immer noch ein paar Farben. Ich hole jetzt einfach mal bunt welche raus. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel so ein schönes Orange. Hier so ein ganz helles Blau. Das sind alles harte Steine, keine Acrylsteine. Hier haben wir noch ein schönes Rosa. Also Rosa haben wir auch noch dabei. Ich weiß nicht, wofür. Gut, und eher noch ein bisschen helleres Rosa. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen Rosa dabei. Also, wir haben jetzt zum Beispiel jetzt ne, die drei Rosatöne. Wird das?
Ich meine, es kann natürlich alles sein und nichts, ne? Aber. Also ich habe nicht rausgefunden, was es ist, aber bitte spoilert auch nicht. Ne? Also selbst wenn ihr wisst, was es wird, bitte nicht in diesem Video unten drunter spoilern. Das wäre toll, damit wird es keinem verraten, der es nicht wissen will. Und wenn ihr, wie gesagt, auch sagt, ich will das nicht auf der Leinwand sehen, sondern ich möchte gerne das so wie du haben, dann schnappt euch Release Paper und lasst es von irgendjemand drauf machen. Und dann habt ihr quasi so eine schöne beklebte Leinwand und könnt dann Stück für Stück eure Sachen aus, ne, Stückchen auslösen, könnt ihr dann painten und dann seht ihr irgendwann das Ergebnis. Und das tatsächlich ist richtig cool. Schaut mal, die Steine sitzen wirklich sehr, sehr gut. Die verlaufen super schön ineinander. Und ich finde das Ergebnis toll und es glitzert auch schön. Ja, also das ist das erste Stückchen von dem Mystery. So. Es ist auf jeden Fall an der Ecke schon mal so, seht ihr, ziemlich grün. Lastig. Was da noch in dem Bild kommt, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kann das Motiv nicht erkennen. Bitte spoilert es auch nicht, aber ich bin schon sehr gespannt, weil es tatsächlich ja irgendwas mit dem anderen Motiv auch irgendwo ja nichts zu tun hat, aber zumindest vom gleichen Stil her ist. Das heißt, ihr wisst ungefähr zumindest, in welche Richtung es geht. Was ich schon sehr geil finde, weil, wie gesagt, nicht immer haben wir das so, dass wir das erkennen. Wo habe ich denn das Bild jetzt hingepackt? Ach, auf die Seite. Also wie gesagt, das andere Bild sieht ja so aus. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ne? Also man würde jetzt natürlich hier denken, ja komm, hier ist ja auch pink. Ich weiß es nicht, pink-rosa. Ob auch mit dem Regen. Ich konnte es nicht erkennen. Ich konnte es nicht erkennen. Das ist so gut, dass ich... ich konnte es nicht erkennen. Aber ich bin gespannt. Und ja. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr es? Wie findet ihr überhaupt die Idee? Ich finde es sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil man ungefähr weiß, in welche Stilrichtung es geht. Ne? Man weiß jetzt, es sind jetzt wahrscheinlich keine Landschaften und es sind keine naturgetreuen Tiere oder es sind keine Blümchen oder klar werden vielleicht auch Blümchen oder Pflanzen oder irgendwas wird da vielleicht mit bei sein. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Es wird halt irgendwas in die Richtung gehen, wie auch das andere Bild ist. Deswegen finde ich das schon sehr cute. Sehr cute. Ich kann das jetzt wieder wegräumen. Alles wieder schön auf Seite räumen. Und ja, dann kann ich euch nämlich das Video noch fertig machen. Und dann könnt ihr das heute noch sehen. Toll, oder? So, aber erstmal, das muss ich jetzt erstmal wieder wegräumen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll. Also wie gesagt, einrollen geht auf jeden Fall. Halte Steinchen noch rein. Hier zieht es sich natürlich ein bisschen hoch, logischerweise, weil, ne? Könnt ihr die Ecke auch einfach fertig painten, ne? Nein, wir painten die Ecke nicht fertig. So, wartet mal. Ich mach mal, versuche mal, ob ich das mit Tesafilm irgendwie fixieren kann. Ja, also ich sag mal, für den Karton wird es jetzt erstmal gehen. Und dann kommt das ganze gute Stück nämlich wieder in den Karton. Mit dem Release-Paper und allem drum und dran. Da passiert nämlich auch nichts mit. Und ja, das war's, ihr Lieben. I'm fertig. Und ja. So, was machen wir mit dem Karat-Art-Klebeband? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Irgendwann wird sich denn der irgendwann noch finden zum Abkleben oder so. Okay, ich bin tatsächlich am Ende. Ich habe nichts mehr, was ich euch sagen konnte, außer, wie gesagt, wenn ihr das Bild nachshoppen wollt und nicht den vollen Preis bezahlen möchtet, warum auch immer, macht ja gar keinen Sinn, dann dürft ihr natürlich sehr gerne mit Janine X 10% sparen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Code in Anspruch nehmt, weil ihr dadurch den Kanal noch ein bisschen supportet, wenn ihr möchtet. Ja. Ansonsten freue ich mich darauf, euch demnächst nochmal Sachen zeigen zu können. Ja, bei Karat Art hingen leider so ein paar Sachen im Zoll fest. Deswegen hattet ihr so eine lange Unboxing-Pause von Karat Art. Aber jetzt geht's wieder los. Das heißt, die nächsten Bilder sind auch schon am Start und ich bin gespannt, was ihr auch zu den nächsten Bildern sagt. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Reise diesmal und ich hoffe, ihr bleibt mit dabei oder seid mit dabei und seid gespannt auch auf die nächsten Sachen. Aber erstmal wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit den zwei Bildern, falls ihr die irgendwie nachgeshoppt habt. Und ich wünsche euch noch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Lasst euch nicht ärgern, habt Spaß bei dem, was ihr auch immer tut. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.